Hallo zusammen und herzlich willkommen zum dritten Teil unseres Adobe Premiere Workshops. Nachdem wir in den ersten beiden Teilen gelernt haben, wie wir denn die Videobearbeitung vorbereiten oder das Ganze CD-fertig für die Urlaubspräsentation oder YouTube machen, wollen wir uns heute mal darum kümmern, wie man denn überhaupt in Adobe Premiere Pro arbeiten kann. Natürlich werden wir heute nicht alles ansprechen, deswegen geht es heute erst einmal um einen Gesamteindruck, wie man mit diesen Fenstern arbeitet, was man hier so machen kann, und darauf aufbauend werden wir uns dann in den nächsten Videos auf bestimmte Bereiche vertiefen. Wir starten jetzt ungefähr mal bei dem Punkt, bei dem wir nach dem ersten Video aufgehört haben. Ihr seht, ich habe hier schon eine Sequenz hier oben drin und hier ist sie ja auch schon erstellt, habe ein Video eingefügt und eine Audiospur und die wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen verbinden. Die Video- und Audiodatei sind jetzt nicht besonders aussagekräftig, da passiert nicht viel, es ist ja nur ein Beispiel. Trotzdem wollen wir das Ganze so gut wie möglich einmal umsetzen, um daran etwas zu üben. Zunächst schauen wir uns aber einmal an, welche Bereiche wir in etwa haben. So oder so ähnlich sollte die Aufteilung bei euch auch immer sein. Wenn nicht, können wir das später über dieses Fenster immer wieder neu einfügen. Das ist gar kein Problem und das werde ich gleich auch nochmal zeigen, wie das genau funktioniert. Hier haben wir einmal unser Projektfenster. Normalerweise ist es hier oben, das könnte natürlich auch an einer anderen Stelle sein. Da finden wir eben die Dateien, die wir hier schon mal eingefügt haben und mit denen wir gleich arbeiten wollen. Wenn mir diese Bilder jetzt zu klein sind, ich weiß, es gibt Leute, die arbeiten nicht gern mit Listendateien, die können das hier an sich auch größer stellen, da hat man dann eine bessere Übersicht bzw. kann leichter draufklicken, wenn einem das sonst zu klein ist, über diesen kleinen Regler. Oder man kann es mit dem Klick auf die Symbolansicht und dann sehen wir die Symbole jetzt eben in groß und bei den Videospuren ist es so, wenn die ein bisschen durchgerendert wurden, von der Mercury Playback Engine, wir erinnern uns, dann kann man das hier auch in einer kleinen Live-Vorschau zum Teil schon sehen. Ich bleibe aber meistens bei der Listenansicht, denn da habe ich dann generell mehr Dateien direkt im Überblick und wie man mit denen arbeiten kann. Und da wollen wir uns mal anschauen, was wir mit diesen Dateien generell machen können. Gehen wir mit der Maus über eine gewisse Datei oder über die Sequenz, werden uns gewisse Daten angezeigt, die wir normalerweise aber schon vorher kennen sollten, denn wir haben ja dadurch auch schon die Sequenz erstellt, hier zum Beispiel bei der Audiodatei sehen wir auch die Herzzahl oder bei der Videodatei die Framezahl und eben auch die Auflösung. Hier hinten haben wir auch nochmal die Auflösung bzw. die Framerate. Zum Beispiel habe ich eine Sequenz erstellt mit 29,97 Frames und im Moment ist mein Video bei 30 Frames. Das Fenster könnte ich an sich hier auch noch größer ziehen, das werden wir jetzt auch mal machen, denn da sieht man, es sind noch wesentlich mehr Daten, die ich bearbeiten kann. Da ist es jetzt auch bei allem, was heute noch so kommen wird, wahrscheinlich Geschmackssache, wie man das lässt. Man könnte hier das noch größer machen, um zum Beispiel diese Video-Inpoints und Video-Outpoints, die wir auch schon beim Rendern kennengelernt haben, besser einstellen zu können. Aber ich mache das generell nicht in diesem Fenster, deswegen gehen wir hier nochmal ein Stück zurück und verkleinern das Fenster. Generell kann ich natürlich auch, wie bei normalen Tabellen, das so ranziehen und dann könnte ich hier auch durchscrollen, wenn ich bestimmte andere Sachen haben will. Denn ich brauche nicht unbedingt die Framerate zu wissen, das weiß ich ja normalerweise. Dann kann ich mir die Video-Inpoints und Outpoints zum Beispiel auch nach vorne setzen. Da es in diesem Fenster primär darum geht, Dateien reinzuschmeißen, sei es jetzt zum Beispiel von einem Ordner oder auch von Adobe Premiere Pro selbst, ist es natürlich gut zu wissen, wie ich hier auch neue Dateien etc. erstellen kann. Dafür haben wir hier unten nämlich so ein kleines Blatt und das steht für neue Objekte. Wenn ich jetzt hier hinklicke, könnte ich noch eine weitere Sequenz erstellen. Ich könnte über Titel zum Beispiel auch Texte einfügen, da gab es ja auch schon ein paar Tutorials für Schwarzstreifen etc. Da am besten einfach mal durchgucken oder zum Beispiel Untertitel. Aber zu solchen Sachen werden wir später nochmal kommen. Es ist einfach erstmal nur wichtig zu wissen, dass das hier ist. Gerade bei Schrift ist es wichtig zu wissen, dass das über den Titel geht. Habe ich jetzt sehr, sehr viele Dateien hier in diesem kleinen Projektmanager, dann ist es natürlich auch schön, wenn ich das irgendwie ein bisschen besser sortieren kann. Ich kann natürlich zum einen hier alles suchen, was ich haben möchte, aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich habe jetzt ein langes Video, da habe ich allein für das Intro 20 Dateien benötigt, dann kann ich auch einfach mal einen Intro-Ordner machen, indem ich mir zumindest am Anfang einfach mal die Dateien reinschmeiße, dann sind die eben in meinem Intro-Ordner und da kann ich dann einfach besser rausbauen und dann habe ich noch 40 Dateien für das normale Video. So könnte ich mir das ein bisschen besser sortieren, ist an sich aber gar nicht notwendig. Das Ganze handhabt sich hier wie auch in normalen Windows-Ordnern. Ich kann das jetzt auch wieder rausziehen, wenn ich das nicht mehr möchte. Dann haben wir jetzt zum Beispiel hier wieder einen leeren Ordner, wie man sieht. Wenn ich ihn einklappe, bleiben diese Dateien trotzdem draußen und ich kann diesen Ordner auch problemlos löschen. In diesem Fall habe ich das jetzt über
das Rechtsklickmenü gemacht. Ich kann es aber auch zum Beispiel über diese kleine Mülltonne machen. Jetzt haben wir das Fenster hier an der Seite ein bisschen groß gezogen. Das werden wir mal wieder ein bisschen korrigieren. Denn hier wollen wir jetzt als nächstes mitarbeiten. Ihr seht, hier sind in diesem Fall schon meine Effekteinstellungen und der Audiospurmixer. Allerdings fehlt mir jetzt hier zum Beispiel noch etwas, mit dem man auch sehr gut arbeiten kann. Dafür ist es wichtig, wenn ihr hier neue Fenster zu diesen Bereichen hinzufügen wollt, dass ihr zunächst den richtigen Bereich auswählt. Das seht ihr eben auch an diesen gelben Linien. Das haben wir auch schon mal geklärt hier unten bei der Sequenz, wenn wir etwas rendern. Gehen dann auf Fenster und dann auf das, was wir wollen. In diesem Fall möchte ich den Quellenmonitor einmal haben, denn mit dem ist es mir möglich, auch schon in der Vorschau etwas zu bearbeiten, ohne dass ich es hier vorher schon in meine Sequenz gezogen habe. Jetzt habe ich hier gerade das Problem, dass das jetzt nicht in diesem Fenster gespawnt ist, wenn ich es mal als Spieler so sagen darf. Aber dafür haben wir hier oben diese kleine Ecke mit diesen geriffelten, ja, kleinen Kerben. Und wenn wir das anpacken, können wir das problemlos hier oben einfügen. Jetzt haben wir das hier mit eingefügt und das ist jetzt eben unter unseren Effekteinstellungen, Quelle und der Audiomixer. Das Schöne daran ist, werden wir gleich mal sehen, wenn ich zum Beispiel die Audiospur benutze, wenn ich da doppelt draufklicke, sehen wir hier im Ganzen schon mal ganz kurz meine Audiospur. Und da könnte ich dann auch schon mal durchseppen. Da hören wir auch schon was. Da kann ich zumindest vorher schon mal eine kleine Auswahl treffen. Was möchte ich denn überhaupt in meine Sequenz übernehmen? Es ist quasi schon mal so ein bisschen vorbereiten, grobes Ausschneiden und den genauen Schnitt mache ich dann hier unten. Wenn ich auf diese kleinen Kanten hier drücke, von meiner Scrollleiste und das kleiner mache, das heißt, meine Scrollleiste hat Platz zum Scrollen, wird natürlich die Spur länger und dann könnte ich jetzt hier auch mit dem Schnitt beginnen. Schnitt ist vielleicht nicht das richtige Wort, denn einen genauen Schnitt kann ich nicht machen. Allerdings kann ich hier zum Beispiel einen Inpoint setzen und wenn ich das länger ziehe, auch einen Outpoint. Das Ganze haben wir schon kennengelernt beim Rendern. In- und Outpoint besagen, welcher Bereich überhaupt beachtet werden soll fürs Rendern und genauso gilt das hier auch, wenn wir das jetzt zum Beispiel anpacken und in unsere Sequenz ziehen. Dann haben wir jetzt von dieser Spur, die insgesamt ziemlich lang ist, wir müssten nochmal gucken, wie lang die jetzt überhaupt im Ganzen war. Dafür ziehen wir das auch wieder ganz lang. So, da gucken wir mal, die war ja an sich 13 Minuten lang und hier habe ich jetzt was ausgeschnitten, was sehr, sehr kurz ist. Ich glaube, es ist unter einer Minute. Also das heißt, ich kann über diesen kleinen Quellenmonitor schon mal so ein paar Sachen leicht zurechtschneiden. Und weil ich hier gerade so ein bisschen daneben geklickt habe, kommen wir direkt mal zu ein paar Werkzeugen, die wir auch hier haben. Da ist ganz wichtig natürlich das Auswahlwerkzeug. Nur mit dem ist es mir generell auch möglich, Sachen zu verschieben bzw. anzupacken. So kann ich mir das anpacken und dann kann ich es mir dahin ziehen, wo ich gerade bin. Anders als zum Beispiel mit dieser Hand. Wenn ich mit dieser anpacke, dann packe ich eben nicht Teil des Projektes, denn ich packe an sich den ganzen Bereich und kann damit hin und her scrollen. Aber eigentlich wollten wir jetzt noch einmal kurz auf den Quellenmonitor zurückkommen, denn ich wollte das jetzt auch noch fürs Video zeigen. Dafür kann ich das entweder immer hier reinziehen oder ich mache einfach einen Doppelklick und wir sehen, dass das in den Quellenmonitor übernommen wird. Und dann suchen wir uns jetzt auch hier den Bereich, den ich fürs Video schon mal grob übernehmen möchte. Ist in diesem Fall, ja, ich glaube, ich habe da ein Browserfenster geöffnet, das möchte ich jetzt als Beispiel einfach mal übernehmen. Hier sehen wir, geht das Browserfenster auf, setze ich mir meinen Inpoint und dann setze ich mir ans Ende noch meinen Outpoint, wo das Fenster wieder weggeht. Hier, genau. Und dann kann ich das Ganze übereinfügen in meine Sequenz übernehmen. Und da sehen wir schon, dass aus diesem Video, was deutlich länger ist, hier 3 Minuten 27, ein Clip geworden ist, der vielleicht 10, 20 Sekunden lang ist. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Real-Life-Aufnahmen macht, dann ist es ja am Anfang meist so, dass ihr mit einer Kamera Aufnahmen macht, die ihr jetzt nicht wirklich braucht. Und so kann man das vorher schon mal ein bisschen wegschneiden. Es ist an sich jetzt Geschmackssache, ob man das möchte. Ich persönlich erwähne das nur, weil es halt eine häufige und gar keine schlechte Methode ist. Ich persönlich schneide aber lediglich hier über die Sequenz. Von daher ist es jetzt die Sache, ob ihr das mögt oder nicht. Dann kümmern wir uns als nächstes einmal ganz kurz um den Sequenzbereich hier unten. Denn jetzt ist es ja wichtig, wir haben ein Stück Video und ein Stück Audio und das wollen wir natürlich jetzt richtig bearbeiten. Und da haben wir hier erstmal unsere Videospuren mit V gekennzeichnet und unsere Audiospuren mit A gekennzeichnet. Standardmäßig ist es natürlich so, wenn ihr ein Video in der Videospur 1 habt und dieses Video hat auch eine Audiospur, dann wird es in die gleiche Audiospur gesetzt. Das sehen wir, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal ein zweites Video drum setze, dann wird dieses jetzt in Videospur 2 und in Audiospur 2 gesetzt. Mache ich jetzt in diesem Fall nicht, denn da geht ja meine Audiospur 2 verloren. Setze ich es in Video 3,
bekommt das Video auch die Audiospur 3. Habe ich das einmal so hingesetzt, ist es kein Problem, das nachträglich manuell zu ändern. Das können wir gerne auch mal testen. Hier sehen wir das. Da sehen wir, das Video bleibt in Videospur 3, aber die Audiospur kann ich verschieben. Und so kann ich das auch nachträglich so machen. Hier gibt es jetzt einige Werkzeuge, die ich persönlich nicht benutze, deswegen werde ich die vielleicht später nochmal ansprechen. Vielleicht, wenn es ein bisschen tiefer in Adobe Premiere geht, aber fürs normale Rendern und Bearbeiten braucht man die meisten Sachen gar nicht. Eine wichtige Funktion, neben eben der Auswahl, wenn ich Sachen verschieben möchte, ist unsere Rasierklinge, das heißt unser Schneidewerkzeug. Dafür könnte ich entweder immer hier draufklicken oder ich drücke auf C für Cut. Und nun kann ich mir eine Stelle raussuchen, an der ich cutten möchte. Bei anderen Programmen ist es manchmal so, dass ich dafür die Videospur vorher ausgewählt haben muss, beziehungsweise die Audiospur. Bei Adobe Premiere ist das anders. Ich gehe einfach an die Stelle, an die ich schneiden möchte. Das heißt, meine Markierung im Timecode ist an sich dann auch die Schnittstelle. Und dann klicke ich einfach hier in der Nähe dieser Schnittstelle. Dann sehen wir, wird das magnetisch angezogen auf die Videospur. Und auch auf die Audiospur, beziehungsweise wenn es zusammengehört, wird es an dieser Stelle auch zusammengecuttet. Natürlich kann ich das nicht nur an der Markierung, aber da ist es halt schön, weil es direkt magnetisch angezogen wird und ich mir vorher genau den Moment hier in meinem Viewer auch aussuchen konnte. Ich kann natürlich auch ganz einfach so schneiden, wenn es mir lieb ist. Und mit STRG Z, wenn ich einen Schnitt zu viel gemacht habe, kann ich das rückgängig machen. Aber ich meine, das ist ja bei allen Programmen so. Manchmal ist es nun aber notwendig, dass ich bestimmte Sachen genauer anschauen muss in meinem Timecode. Dafür kann ich diese Bereiche auch größer ziehen. Gehe ich auf diese Linien, bekommen wir hier gleich genau die Auswahl, dass ich das auch vergrößern kann. Bei Videospuren finde ich das jetzt meistens nicht so wichtig, denn da bekomme ich immer nur so den ersten Frame angezeigt und den brauche ich jetzt normalerweise nicht. Deswegen arbeite ich normalerweise so, dass ich die Videospur klein lasse, außer ich möchte darin noch etwas bearbeiten, dazu kommen wir gleich noch, und mache mir nur die Audiospuren etwas größer. Denn bei der Audiospur ist es normalerweise so, das sehen wir jetzt hier hinten, bei dieser kleinen Audiospur, die wir mal aufgenommen haben, dass dort auch direkt gezeigt wird, wie laut wir denn sind. In diesem Fall sehen wir halbe Lautstärke, ich gehe normalerweise fast bis oben an den Rand, damit ich dort auch genügend Lautstärke am Ende rausbekomme, damit das auf YouTube etc. gut klingt. Aber hier habe ich halt schon eine gute Live-Vorschau, wie es denn so aussehen kann. Letztes wirklich wichtiges Werkzeug, was ich persönlich aber auch kaum benutze, ist in diesem Fall das Zeichenstift-Werkzeug, denn damit kann ich bestimmte Effekte hier direkt in dieser Sequenz aktivieren. Dem einen oder anderen wird zum Beispiel schon das kleine FX, was ja immer für Effekte steht, bemerkt haben. Und wenn wir darauf klicken, sehen wir auch, dass uns bestimmte Effekte hier ausgegeben werden. Jetzt machen wir das einfach mal für die Lautstärke, die ich in diesem Fall jetzt einfach mal hierüber anpasse. Achtung, ich persönlich empfehle das so eigentlich nie, aber dazu kommen wir in einem anderen Video, wo wir uns speziell mal um die Audioqualität kümmern wollen. Jetzt kann ich nämlich mit dem Zeichenstiftwerkzeug hier kleine Punkte setzen. Da sehen wir, ist ein Punkt entstanden und hier mache ich noch einen Punkt und das sind jetzt sogenannte Keyframes, bei denen ich jetzt Adobe Premiere sagen kann, dass das, ja, ich nenne es immer gern Ankerpunkte, dass zu diesem Zeitpunkt die Lautstärke den Pegel haben soll. Habe ich genug Punkte gesetzt, kann ich da auch schöne Linien draus machen, wie man hier sieht. Und da sehen wir, dass sich die Lautstärke dann zu diesen Punkten hin verändert und eben zu dieser Zeit diese Lautstärke erreicht haben soll. Wie gesagt, ich persönlich mag das an sich nicht so, denn hier sehen wir, die Lautstärke hat sich jetzt verändert. Ich kann die auch mal hier ganz runterdrehen. Aber es wird mir immer noch die originale Lautstärke angezeigt, was ich persönlich so nicht mag. Das mache ich nur, wenn ich wirklich mal ein Fade-Out haben will. Generell bearbeite ich die Audio-Lautstärke ganz, ganz anders. Bei dem Video ist das zum Beispiel dann ein bisschen unproblematischer. Habe ich ja gesagt, wollen wir uns auch noch mal kurz anschauen, wenn wir das größer ziehen. Dann werden wir hier auf die Deckkraft gehen, beziehungsweise wir können auch was anderes nehmen. Obwohl die Deckkraft ist eigentlich ganz gut. Gehen hier mal zum Ende. Und setzen hier auch noch ein paar Keyframes, so zum Beispiel, und ziehen den letzten Keyframe einfach mal nach unten. Das heißt, dass unsere Deckkraft zum Ende des Videos ganz stark abnimmt, was dafür sorgen sollte, dass es eben dunkler wird, denn im Hintergrund ist ja nichts. Da sehen wir es auch schon, die Deckkraft nimmt ab. Und das ist eben das Schöne, dass ich über diesen Zeichenstift bestimmte Effekte ganz einfach über die Sequenz schon bearbeiten kann. Aber wenn wir jetzt schon so stark über die Effekte gesprochen haben, dann wollen wir sie uns jetzt zunächst auch noch einmal kurz angucken, denn das sind ja jetzt nur so Grundlagen. Die Deckkraft zu verändern ist jetzt an sich kein großer Effekt, sondern das ist ja eher schon so, ja, ein Standardmerkmal eines Videos, dass ich eben die Deckkraft senke. Und das können wir auch alles sehr gut über die Effekteinstellungen machen. Wie gesagt, solltet ihr dieses Fenster nicht haben, geht ihr auf Fenster und dann auf Effekteinstellungen und dann wird es euch hier eingefügt. Wichtig dabei ist, dass es nicht die Effekte sind,
denn die Effekte haben wir hier unten, das ist unsere Datenbank, aus der wir uns später die Effekte holen. Über die Effekte kann ich nun zunächst einmal grundlegende Sachen eines Videos festlegen, zum Beispiel eine Bewegung, wie wir hier sehen, da haben wir natürlich die normalen Koordinaten des Videos, wie es jetzt im Moment ist. Das können wir uns einfach hier mal anschauen. Wichtig dabei ist, wir bearbeiten immer dieses Effektfenster für das Video, das wir gerade ausgewählt haben. Von daher wichtig, wählt das richtige Video vorher aus, sonst kann das später zu Komplikationen führen. Möchte ich nun zum Beispiel einmal die Position eines Videos verändern, kann ich das hier einfach über diese Regler. Dafür kann ich die Zahl entweder anklicken und dann nach links und rechts ziehen oder nach oben und unten, geht auch. Oder ich könnte hier eine Zahl separat eingeben, zum Beispiel 960, dann sind wir wieder am originalen Punkt. Ebenso kann ich hier die Skalierung festlegen, das sind ebenso grundsätzliche Sachen. Eine Drehung ist hier immer möglich und das, was wir auch schon kennengelernt haben, eben zum Beispiel die Deckkraft. Bei der Deckkraft haben wir jetzt hier eine kleine Änderung, denn bei der Deckkraft ist diese kleine Stoppuhr schon angeklickt. Das sorgt dafür, dass wir eben eine Animation haben. Eine Animation ist das, was wir mit den Keyframes erreicht haben, dass sich zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Werte eines Videos ändern. Darauf möchte ich jetzt hier noch gar nicht so groß eingehen, denn Effekte ist ein riesen Block und den möchte ich dann lieber mal separat machen, gerade für Keyframes nochmal ein eigenes Video. Von daher lassen wir das jetzt erstmal so stehen. Wichtig dabei, bei den Effekteinstellungen können wir später alle Werte ändern. Zum einen für die Videoeffekte, zum anderen für die Audioeffekte, wie zum Beispiel die Lautstärke, die können wir ja auch ändern, etc. Mache ich normalerweise aber auch ganz woanders. Aber dieses Fenster ist durchaus wichtig, gerade wenn man später auch Effekte einführt, haben wir hier nochmal so eine kleine Zeitleiste. Hier hatten wir auch schon Zeitleisten etc., aber hier haben wir nochmal eine extra Zeitleiste, bei der diese Keyframes aufgezeichnet werden. Lassen wir das Video zum Beispiel laufen, funktioniert es schon? Naja, es läuft noch nicht, jetzt läuft es und da sehen wir, dass auch diese Zeitleiste mitläuft und sobald die bestimmten Keyframes erreicht werden, passiert dann zum Beispiel was im Video. Jetzt schauen wir mal, jetzt müsste es glaube ich gleich ein bisschen dunkler werden. Es dauert ein bisschen länger. In diesem Fall passiert hier nicht wirklich viel, weil der Wert nicht tief genug ist. Ich könnte den Wert jetzt mal zum Beispiel auf, na, wir setzen ihn einfach mal auf 0. Dann haben wir hier jetzt nämlich, wie wir hier sehen, haben sich die Keyframes verändert. Und hier habe ich auch ganz viele Keyframes. Das heißt, man könnte es quasi hier als 2D-Darstellung von oben sehen, dass auf einer Strecke bestimmte Keyframes sind. Und hier sehen wir es 2D von der Seite, wie die Keyframes denn liegen. Es ist ja eher so ein kleines Bergprofil. Bei der Deckkraft lohnt sich das jetzt noch hier zu machen. Bei späteren Effekten werden wir da aber nochmal ganz von vorne eingehen. Und das werden wir uns jetzt mal angucken. Wenn wir das laufen lassen, dann werden wir sehen, wir werden gleich diesen Keyframe hier durchschreiten. Da, jetzt geht's los. Jetzt haben wir den ersten Keyframe erreicht. Jetzt geht die Deckkraft natürlich runter. Das Video wird jetzt auch wesentlich dunkler. Und sobald wir unten sind, ja, wird es jetzt gleich auch wieder heller und das Video kommt wieder. Also ganz wichtig, über die Effekteinstellung regel ich zunächst einmal die grundlegenden Sachen des Videos, zum Beispiel ob es gedreht sein soll, ob es überhaupt eine Deckkraft haben soll etc. Und später auch die Effekte, auf die wir dann später nochmal zurückkommen. Hier oben haben wir noch den Audiospurmixer, bei der ich grundlegende Sachen meiner Audiospur festlegen kann. Zum Beispiel, wie laut soll denn meine Audiospur 1 sein? Das haben wir hier auch schon über unseren kleinen Zeichenstift verändert. Allerdings kann ich das hier wie bei einem Mischpult alles nochmal separat regeln. Ich kann festlegen, ob es denn zum Beispiel links und rechts Schwächen oder Stärken haben soll. Normal sollte es natürlich ausgepegelt sein, aber wenn ihr das zum Beispiel mit dem Mikro nicht ordentlich aufgenommen habt, dann kann man das hier noch gut nachbessern. Genauso gut habe ich hier die Möglichkeit, genau wie ich das auch hier unten habe, wir sehen, manche Symbole gleichen sich, die Möglichkeit, das zu muten, also Spur stumm schalten für Mute, deswegen M. Ich habe die Möglichkeit, das als Solo-Spur laufen zu lassen, das heißt, alle anderen Spuren sind gemutet, außer dieser. Oder ich habe auch die Möglichkeit, hier eine Aufnahme zu aktivieren. Sollte ich natürlich nicht für die Spuren machen, wo ich schon etwas drin habe, sondern dann für eine Extraspur, in diesem Fall zum Beispiel, könnte ich das gut für Audiospur 3 machen. Wir sehen, in Audiospur 3 ist nämlich noch nichts. Audiospur 4 wird uns noch nicht zur Möglichkeit gegeben, denn Adobe Premiere versucht da ein bisschen logisch zu arbeiten, warum soll ich schon die vierte Audiospur aufnehmen, wenn die dritte überhaupt leer ist? Das macht ja an sich gar keinen Sinn. Und so kann ich das dann zum Beispiel mit einem Klick darauf schon mal aktivieren. Jetzt habe ich hier natürlich kein Audiogerät im Eingangskanal, deswegen wird es jetzt nicht klappen, aber dafür könnte ich das mit dem R aktivieren und dann könnte ich hier unten die Aufnahme starten. Alles, was so rund um Audio und Video geht, wird allerdings natürlich nochmal ein eigenes Video bekommen.
Damit wir da auch nochmal schön tief drauf eingehen können, heute geht es ja erstmal nur so ein bisschen darum, die Benutzeroberfläche an sich kennenzulernen. Gehen wir noch einmal zurück zu den Effekten. Hier habe ich ja gesagt, hier werden wir später alle Effekte reinschmeißen. Und nun wollen wir uns zumindest noch anschauen, wo wir die Effekte finden. Normalerweise ist das in diesem kleinen Bereich hier unten. Auch hier wieder wichtig, solltet ihr das nicht haben, klickt in diesen Bereich und dann auf Fenster und dann hier Effekte. Wie gesagt, nicht Effekteinstellungen verwechseln, das ist das hier oben mit diesen Standardwerten. Und dann haben wir hier viele, viele Effekte. Zum einen für die Audiobearbeitung und für die Videobearbeitung. Hier haben wir auch die Videoüberblendung, was man so vielleicht von weicher Blende oder schwarzer Blende kennt, wenn das Bild schwarz übergeht und dann in ein neues Video weitergeht. Oder ganz, ganz viele Videoeffekte, wie zum Beispiel Farbkorrekturen, die braucht man, wenn man jetzt vielleicht mehr Videos mit einer Kamera macht. Ist jetzt für Spieleaufnahmen nicht immer so wichtig. Oder hier unten bei Keying, dann könnte ich natürlich auf Chroma Key gehen, wenn ich zum Beispiel mit einem Greenscreen arbeiten möchte etc. Und da gibt es sehr, sehr viel. Hier unten auch noch so ein paar Sachen mit Echo. Also da kann man viel, viel machen. Darauf werden wir auch später nochmal eingehen. Und ich glaube, dazu wird es nochmal eine eigene Bibliothek geben, wie ich das ja mit Excel auch schon gemacht habe, dass wir uns vielleicht alle Effekte grundlegend mal anschauen, wie sie funktionieren und vielleicht ein schönes Beispiel dafür finden. Und natürlich gibt es hier in diesem Workshop auch schon mal ein Video, wie man vielleicht ein paar Effekte anwenden kann. Hier haben wir jetzt noch ein paar andere Sachen, Marken und Informationen, die ich persönlich jetzt nicht wirklich oft benutze. Das ist jetzt eure Sache, ob ihr das möchtet. Hier stehen halt so ein paar statistische Daten, ist es schon fast mehr. Eben, was habe ich für eine Framezahl, was habe ich für eine Auflösung, wo endet mein Video, wo fängt es an etc. Also das benutze ich eigentlich nie. Von diesem Fenster hier unten ist für mich Effekte durchaus das Wichtigste. Kommen wir nun noch zu dem letzten Fenster, was wir heute angehen wollen. Und danach soll es das erste Mal auch wieder gewesen sein. Da haben wir eben unsere Videovorschau, bei der uns normalerweise live angezeigt werden sollte, was wir gerade bearbeitet haben. Wie gesagt, das hängt immer davon ab, wie gut ist eure Grafikkarte und der Prozessor, um das eben in live hier wiederzugeben. Wichtig erstmal ist natürlich dieser Button. Und zwar ist das normalerweise auf Einpassen angestellt. Ihr könnt natürlich auch festlegen, wie groß soll euch das Bild angezeigt werden. Geht ihr auf 100%, wird euch natürlich eure gesamte Auflösung gezeigt. Das heißt in Originalgröße. Und Einpassen sorgt eben dafür, dass es immer auf die Größe dieses Bildes zurechtgestutzt wird, was durchaus praktisch ist. Man macht es normalerweise nur dann größer, wenn ich zum Beispiel mal ein paar bestimmte Sachen nachgucken muss. Hier drüben haben wir jetzt unsere Wiedergabeauflösung. Das heißt eben, wenn ich dieses Video jetzt abspiele, dann kann ich hier festlegen, wie gut ist da eben die Auflösung. Ich benutze normalerweise voll, weil mein Computer das normalerweise schafft. Jetzt, wenn ich nebenbei aufnehme, ist es natürlich ein bisschen kritischer. Aber ich könnte das normalerweise auch auf ein Halb oder ein Viertel stellen. Dann ist es in der Vorschau natürlich nicht so stark, weil ich nur die halbe Auflösung habe. Allerdings rendert es dann wesentlich schneller durch, gerade wenn ich viele Effekte habe. Ist das sehr, sehr wichtig. Diesen kleinen Einstellungsknopf mit dem Schraubenschlüssel lassen wir jetzt auch erstmal vor. Hier kann ich auch noch einige Sachen einstellen, die man in der normalen Videobearbeitung eigentlich niemals brauchen wird. Das sind schon Sachen, die ich jetzt eigentlich nicht brauche. Zum Beispiel hier kann ich auch einen Alpha-Kanal für mein Video erstellen, aber das macht man normalerweise auch woanders. Deswegen lassen wir das heute mal außen vor. Ich kann hier natürlich auch eine Zeit eingeben, zu der ich jetzt springen möchte. Sagen wir einfach mal eine Zeit von, ja, 3 Minuten. Wichtig dabei ist eben, dass natürlich am Anfang die Stunden stehen, sonst wird es gleich aufgefüllt, das werden wir sehen. Jetzt bin ich bei Minute 3 und so kann ich da hin und her springen. Ich könnte es natürlich auch über diesen kleinen Marker hier machen. Hier sehen wir, dass sich mein Bild vergrößert hat. Da haben wir so einen kleinen Effekt mit drin. Oder hat sich es nur zurückgedreht? Ich glaube, es hat sich nur zurückgedreht. Auf jeden Fall sehen wir dann eben live, was wir hier bisher gebastelt haben. Ich kann, wenn ich irgendwo wichtige Punkte im Video habe, natürlich Marken hinzufügen. Da sehen wir, dann entstehen hier so kleine Punkte, die ich natürlich auch noch verschieben kann, wenn ich das möchte. Und hier erscheinen die dann auch. Da kann ich auch mehrere setzen. Wenn ich zum Beispiel sage, hier ist mein Intro vorbei, dann ist es für mich wichtig zu wissen, aha, da schaue ich besser schon mal vorbei. Hier wird mir das dann auch angezeigt, dass ich genau diesen Punkt getroffen habe. Ich kann hier auch, wie wir das eben schon gesehen haben, In- und Out-Points markieren. Das ist in diesem Fall dann sogar schon wichtig für meinen Render-Prozess. Jetzt setze ich hier einen In- und einen Out-Point. Und wenn ich das jetzt zum Beispiel zum Rendern gebe, meine Sequenz, das werden wir gleich sehen. Exportieren. Moment, wo haben wir es? Da, exportieren Medien. Dann werden wir sehen, dass dieser Bereich sogar schon ausgewählt ist. Also was wir dann in unserer Sequenz über den Viewer schon mit In- und Out-Points kennzeichnen, das macht er an sich schon renderfertig, diesen Bereich. Hier kann ich natürlich zum In-Point springen oder zum Out-Point springen oder hin und her, Schritt zurück.
Da sehen wir, das ist immer nur eine Hundertstel, die wir da zurückspringen, von daher nicht wirklich viel. Dann bleiben uns ja eigentlich nur noch drei wichtige Funktionen. Zum einen das Herausnehmen. Wir machen es einfach mal übers Anklicken, dann sieht man am besten, was passiert. Herausnehmen sorgt dafür, dass diese Videospur jetzt einfach hier entfernt wurde. Die ist jetzt in meinem Zwischenspeicher, das heißt, die kann ich jetzt hier hinten auch wieder einfügen, wie man sieht. Das heißt, die ist nicht weg. Dann fügen wir sie aber nochmal ein, um die andere Funktion zu prüfen. Wir haben hier Extrahieren, was dafür sorgt, dass es ausgeschnitten wird und dass das Video zusammenrückt. Sehen wir gleich, Extrahieren, zack, ist das Video zusammengeschrumpft und alles, was dazwischen war, ist einfach rausgeflogen. Die letzte Funktion ist hier so eine Art Screenshot, nennt sich Frame Exportieren. Gerade für YouTube vielleicht gut, wenn man dann schon mal vor dem Rendern sich einen Frame sichern kann, der einem gefällt für das Thumbnail. Dann klicke ich hier drauf und dann kann ich festlegen, in welchem Format möchte ich das speichern. Und dann kann ich hier schon mal einen kleinen Screenshot mitnehmen. Zwei Sachen habe ich jetzt vergessen, die für mich persönlich noch sehr wichtig sind. Deswegen möchte ich die jetzt hier noch kurz erwähnen. Unabhängig davon, dass wir hier natürlich auch nochmal einen Schraubenschlüssel mit anderen Einstellungen haben. Aber dazu kommen wir dann später noch, auch was diese ganzen Marken hinzufügen angeht, das lassen wir jetzt erstmal sein. Für mich ist noch eins wichtig, nämlich das Ausrichten hier zum einen, das ist dieser kleine Magnet. Das werden wir jetzt einfach mal sehen, wenn ich diese Videos zusammenschiebe, dann sehen wir, dass sich ab einem gewissen Punkt, dass sie einfach zusammenfliegen. Hier haben wir diesen Punkt erreicht, die Videos gehen zusammen. Ich nenne es deswegen einfach immer gern den Magneten, sieht ja auch wie ein Magnet aus, denn das sorgt dafür, dass sich diese Enden immer verbinden. Hat auch den Vorteil, wenn ich das zum Beispiel an diese Linie klatschen möchte, dass das hier automatisch geschieht, wie man sieht. Nehme ich diesen Magneten weg, habe ich diese Funktion nicht mehr und es könnte mir passieren, dass ich, es kann natürlich sein, dass man das möchte, aber normalerweise ist es ja nicht so, dass ich damit das alte Video schon ein bisschen überschreibe. Das sieht man jetzt oben auch im Vorschaubild, dass wir dann schon nicht mehr im schwarzen Bereich sind, sondern schon im anderen Video drin sind. Deswegen ganz wichtig, gerade am Anfang kann es ja sein, dass man das vielleicht mal wegmacht, wenn man aus Versehen die Taste S drückt. Drückt man nochmal, dass wir diesen Magneten wieder aktualisieren und die Videos verbinden sich automatisch. Alle anderen Funktionen, die man jetzt hier vielleicht noch sieht und die ich jetzt aber nicht angesprochen habe, die kann man erstmal standardmäßig so lassen, wie sie sind. Gerade in den nächsten Videos werden wir darauf vielleicht nochmal ein bisschen tiefer eingehen, aber ich denke für den ersten Eindruck, wo hier was sein soll und wie man vielleicht auch ein bisschen damit umgeht, das sollte heute doch klar geworden sein. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen und wir sehen uns im nächsten Workshop-Video wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.